Hallo und herzlich willkommen auf Papau TV. Ich bin euer Olli und heute geht es weiter in Forza Horizon 4 mit der Serie 38, dem Frühlingssoldaton. Doch wie immer zuerst ein kleiner Blick in den Shop und wir sehen zum einen den Maserati Berlinetta von 1953 in Legendär, sowie den Aston Martin 177 von 2010 ebenfalls in Legendär. Des Weiteren haben wir als Kopfbedeckung noch den rosa Zylinder in Episch und für die Beine die blauen Bikerhosen in Legendär. Und jetzt geht es weiter mit dem Frühlingssoldaton, der nennt sich dieses Mal Mini-Abenteuer. Und in Kapitel 1, kleines Auto, großer Hit, dürfen wir einen beliebigen Mini als Serienfahrzeug besitzen und fahren. Ich habe mich für den John Cooper Works von 2009 entschieden. Der kostet nämlich gerade mal 25.000 Credits und somit für jeden erschwinglich. Natürlich auch getuned und würde mich sehr freuen, wenn ihr mein Tuning nutzen würdet. Kapitel 1, kleines Auto, großer Hit, ist absolviert. In Kapitel 2, Spaßpaket, dürfen wir mit unserem Mini 2 Straßenrennserienveranstaltung gewinnen. Hierfür gehen wir über den Kartenfilter, wählen Straßenrennserienveranstaltung aus und nehmen die Strecke, die uns am besten liegt. Kapitel 2, Spaßpaket, ist absolviert. In Kapitel 3, überraschende Wendigkeit, dürfen wir insgesamt 3 Dirt Renn Serienveranstaltungen gewinnen. Hierfür gehen wir wiederum über den Kartenfilter, wählen Dirt Renn Serien aus und nehmen natürlich die Strecke, die uns am besten liegt und gewinnen diese 3-mal. Kapitel 3, überraschende Wendigkeit, ist absolviert. In Kapitel 4, ich habe eine gute Idee, dürfen wir insgesamt 9 Sterne in Blitzerzonen verdienen. Hierfür gehen wir immer über den Kartenfilter, wählen Blitzerzone aus und nehmen die eine Blitzerzone, die uns wirklich die 3 Sterne pro Run garantiert. Musik.
Kapitel 4, ich habe eine gute Idee, ist absolviert und der Frühlingswurzelton-Mini-Abenteuer ist abgeschlossen. Vielen lieben Dank, dass du mein Video bis zum Ende geschaut hast. Wenn es dir weitergeholfen hat, lass doch bitte einen Daumen nach oben da, einen positiven Kommentar und ein Abo, falls du noch nicht abonniert hast. Wenn das nicht der Fall sein sollte, bitte auch ein Dislike, Abo kommentieren. Und in diesem Sinne, wir hören uns im nächsten Video.